Freitagabend, die Innenstadt von Füssen. So langsam macht sich das Partyvolk auf den Weg in die Lokale. 33 dieser Lokale im südlichen Ostallgäu können sich inzwischen als Bob-Lokal bezeichnen. Die Initiative dafür geht auf die hiesige Verkehrswacht zurück. Bob habe ich kennengelernt bei einer Tagung der schwäbischen Verkehrswacht in Augsburg. Da wurde das mehr oder weniger bloß am Rande mal so vorgestellt. Aber mir persönlich hat es gleich sehr gut gefallen. Ich habe mich dann im Internet einmal schlau gemacht über Bob. Und das, wie gesagt, das hat mir dann gefallen. Und seitdem sind der Bob und ich gute Freunde. Und wie funktioniert das? Im Prinzip ganz einfach. Ich bin der Bob heute. Ist eine Gruppe junger Leute unterwegs und der Fahrer zeigt seinen gelben Bob-Schlüsselanhänger, bekommt er ein nicht-alkoholisches Getränk vom Wirt umsonst ausgeschenkt. Vorausgesetzt, der Wirt nimmt an dem Projekt teil. Deren Zahl nimmt derzeit ständig zu. Die Akzeptanz bei den Wirten ist sehr gut. Ich habe also bislang dort, wo ich persönlich vorgesprochen habe, noch keine einzige Absage erhalten. Und mittlerweile sind es 33 Gaststätten im südlichen Ostallgäu, die sich an Bob beteiligen. Die Jugendlichen sind natürlich erfreut über Bob, weil sie natürlich dieses antialkoholische Freigetränk gerne in Anspruch nehmen. Zwischendurch kommt jemand rein und zeigt es mir. Und der kriegt natürlich auch ein Getränk von mir frei. Und es ist gerade am Laufen. Ich sage, das wird sich auch bestimmt gut verbreiten die nächste Zeit. Und ich bin eigentlich gerne bereit, dass ich das auch mit den Leuten mache. Und ich finde das auch eine gute Idee, dass man den Leuten, die wo einfach sagen, die wollen fahren und doch weggehen wollen, dass man denen wenigstens ein Getränk freigibt und einfach ein bisschen entgegenkommt, sage ich. Das Projekt stammt ursprünglich aus Belgien. Es soll dabei helfen, die oftmals schweren Unfallfahrten von Fahranfängern mit vollbesetzten Autos zu reduzieren, bei denen Alkohol im Spiel ist. Belastbare Zahlen sind schwer zu ermitteln. Trotzdem sind die Projektbeteiligten von Bob überzeugt, zumal auch die Kosten für alle sehr überschaubar bleiben. Wir müssen natürlich diese gelben Schlüsselanhänger beschaffen, weil die gelben Schlüsselanhänger, die gibt es umsonst. Wir müssen natürlich Druckmedien bezahlen und einfach diese Werbekampagne immer wieder am Leben halten. Und da brauchen wir natürlich auch finanzielle Unterstützung. Bob ist einfach genial, leicht verständlich und auch kostengünstig für alle Beteiligten. Mit hoffentlich großer Wirkung. Die Schlüsselanhänger gibt es kostenlos bei der Polizei in Füssen und Pfronten. Außerdem sind sie bei Sparkassen, Gemeinden im südlichen Ostallgäu sowie den teilnehmenden Gaststätten erhältlich. Und wie der Bob-Initiator in Füssen sagt, wenn mit dem Projekt nur ein schwerer Unfall verhindert werden kann, dann hat sich der Aufwand bereits gelohnt.